Gut, dann bleibt uns nur ein Weg übrig. So viel zu diesem einen Weg. Das hätte sich dann nun auch geklärt. Eventuell bekommen wir es ja mit dem Schlüssel auf. Wie können wir überhaupt unser Inventar öffnen? Das geht bestimmt. Ach, genau, das war ja hier auf. Genau. Ein Schlüssel vom Hotel hinter dem Dinner. Na, okay. Nichts Brauchbares. Shit. Jetzt brauche ich wieder dieses gewisse Etwas. Ein Medipack. Das ist nice. So eine Hantel würde es aber auch. Jawohl, die Hantel können wir aufheben. Natürlich. Damit dürfte es aber eigentlich auch gehen. Ja, natürlich. Ist es ab? Ich glaub's nicht. Geh ab. Hallo? Oh, ist das ab? Nice. Dann werden wir jetzt mal das Messer wiederholen. So. Eventuell nehmen wir auch mal ein Medikit. Was zur Hölle verursacht dieses Geräusch? Oh, das sieht aus, als ob da jemand gelebt hätte. So, kleinen Notschnitt gemacht, da ich gerade Besuch bekommen habe. Beziehungsweise mein Vater ist mein Zimmer. Ja. Okay, Zimmer 58. Nein. So. Zimmer 58. 19:51 Uhr zurück in den Raum gekommen. Geduscht. Haare zweimal gewaschen, ins Bett gegangen. Mit rosa Nachthemd, ohne Slip. Aha. Licht ausgemacht. Um 21:23 Uhr. Nach Lesen, Modemagazin und einem Glas Wein. Billiger Zinnfandel. Moment, das ist Zimmer 8 und. Ne, ist das eine 58 oder ist das 5B? Das sieht aus wie 5B. Zimmer 102. 17:32 Uhr, Zimmerservice bestellt, Hähnchen des Hauses und Milch. Die Hälfte während Anschauen der Nachrichten gegessen, dann 19:10 Uhr das Tablett vor die Tür gestellt. Fußnägel bis 19:32 Uhr geschnitten, Nägel auf den Boden liegen lassen. Rest des Abends TV geschaut bis 22:35 Uhr, übergroßes Männerhemd getragen, durchsichtig. Warum schreibt die Person, dass sie ein durchsichtiges Männerhemd getragen hat und die davor, dass sie nur ein Nachthemd hat, aber kein Slip? Zimmer 6a. Beine rasiert um 20:20 Uhr. In der Badewanne. 21:30 Uhr. Ins Bett gegangen. Schläft nackt. Ach so. Oh, das ist ein Stalker. Langes Telefonat mit Freund? Fragezeichen. Beendet 5:22 Uhr. Ganze Zeit geschritten in den Schlaf gewandt. Geweint. Ach, ganze Zeit gestritten. Ach so, okay, das ist ein Stalker. Wie konnte ich das nicht bemerken? Die Schlösser an den Schränken sehen hier voll komisch aus. Stück Draht, okay.
Was gibt's denn hier so? Nichts. Warum speichert er immer, wenn ich hierher komme? Na gut, Leute, aber ich würde sagen, ich mache hier auch mal einen kompletten Schnitt. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder hier. Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Downpour. Es hat nicht ganz da gespeichert, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber nah dran. Wir müssen im Prinzip nur wieder den hier ausschalten. Ja, müssen eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Bekommen wir hier wieder diese Stalker-Briefe. Und das Stalker-Notizen, was auch immer. Was war das? Ach genau, Stück Draht. Ah, richtig. Ich wusste, wir sind ja letztes Mal nicht weitergekommen. Stück Draht. Was zur Hölle soll ich damit machen? Eventuell kann ich damit das ganze Ding hier einreißen. Moment. Ja, das ist sehr effektiv. Draht. Dieses Stück Draht kann als Ersatzteil in einem durchgebrannten Stromkreislauf. Ach so. Oh nein, das speichert mir ein bisschen zu oft. Und ich habe keine Waffe. Nein! Fuck. Alter, ernsthaft, mach was. Oh. 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 Oh shit. Oh nein. Das ist der erste Gegner. Natürlich habe ich. Ja, ich sehe es, wie ich abwehre. Natürlich habe ich keine Waffe. Holy fuck. Das war jetzt in der Tat ein bisschen unglücklich. Toll, ich kann gar nicht richtig abwehren. Ja, ist klar. Die hat ja. Was hat die an der Hand? Was sind das für Gegner? Was zur Hölle? Ja, abwehren ist gut. Wie soll ich da was abwehren, wenn die irgendwelche Messer an der Hand hat? Am besten, ich renne weg, hol mir ein Messer und erledige sie, oder? Natürlich nur, wenn wir überhaupt raus können und nicht da eingesperrt sind. Keine Ahnung. Ob Silent Hill. Hä? Ach, jetzt sind wir hier. Nein! Ich wollte gerade. Leck mich doch. Ja. Schauen wir uns das nochmal an. Okay, und jetzt heißt einfach wegrennen. Oh, crap. Na, komm her. Was zur Hölle? Was zur. Es ist voll unfair. Ha, so können wir abwehren. Du blöde. Ja, komm. Komm.
Ja, so, was geht denn? Was sind das für Viecher? Ja, es ist so richtig. Das ist eine richtige hässliche Noob-Attacke. Ernsthaft? Bam! Oh, unser Gesicht. Das geht ja mal gar nicht klar. Ja, so ist schon besser. Ah, den hat's dreckig erwischt. Ja gut, das kommt auch ein bisschen komisch, wenn er in der Ecke hockt. Und irgendeine Frau zusammen wo ist sie hin? Wo zur Hölle ist sie hin?